trainierst du in der Woche? Du trainierst ja, denk mal, hier in Lugau. Wir waren heute in der Halle gewesen auch. Ich denke mal, dreimal mindestens, oder? Ja, hier trainiere ich nur Freitag. Ich bin ja in Leipzig auf der Sportschule. Mit Tim und Toni sind wir alle zusammen und da trainieren wir jeden Tag eigentlich zweimal. Ja, bei mir ist es auch genauso, weil ich so groß bin. Ich weiß gar nicht, was ich mit meinen Beinen anstellen soll im Freistil. Und das ist Griechisch eigentlich perfekt für mich. Lange Arme, kann gut alles machen. Dennis SAHIN, SV Johannes Nürnberg in Bayern gegen Anton VIEWEG, LV Lugau im Erzgebirge, Landesverband Sachsen. 26 bei der A-Jugend, 76 Kilogramm Kategorie. Hier treffen aufeinander im Endkampf Dennis SAHIN, SV Johannes Nürnberg, Bayern und Anton VIEWEG, LV Lugau im Erzgebirge, Landesverband Sachsen. Bei diesem Kampf Kampfrichter Bündner, Mathepräsident Vollmer, Punktrichter Schimpke. We'll be right back.
76 Kilogramm Kategorie Spender, der deutsche Meister, Anton VIEWEG, RV Lugau, Erzgebirge, Landesverband Sachsen. Und im Übrigen sein Beitrag an den deutschen Vizemeister vom SV Johannes Nürnberg aus Bayern, Dennis SAHIN. So, weiter geht's an dem Programm. 54 Kilogramm Kategorie. So, es sieht deutlich schwerer aus, als sie hier in 50er jetzt haben. Hier in Kategorie 76 Deutschland. Und wir kommen zum Sechstplatzierenden der 76 Kilogramm-Klasse. Ricardo Caritato vom TSV Erdbeerstadt in Württemberg. Rang 5 Julian Scheuer, RSC Lautenbach, Nordbaden. Der Feldplatzierer heißt Marc Hoffmann und kommt vom AC Karl-Eichweiler vom Landesverband Pfalz. Jetzt geht es wieder zu den Treppennetzen. Den Bronzerang, dritter deutscher Meister, Alexander Tuschakow, ASV Verstechen, Südbaden. Der Silbermedaillengewinner, deutscher Vizemeister, Dennis SAHIN, SV Johannes Nürnberg, Landesverband Bayern. Und auf dem höchsten Podest der Wiederschätzung, der neue deutsche Meister in dieser Kategorie, der stand aus dem Erzgebirge von RV Lugau. Dadurch das Gefühl, wenn man weiß, der Pfiff kommt, ja, und man ist deutscher Meister, realisiert es man eigentlich in dem Moment oder kommt es erst viel, viel später, wenn dann alle gratulieren und man denkt, oh ja, stimmt, ich bin jetzt deutscher Meister. Ja, also bei mir kommt es erst später, aber dann, wenn man von der Matte runtergeht, tut man schon spüren, dass sie jetzt krass geschafft und es ist einfach ein krasses Feeling.